Im Südwesten von Pakistan sind bei einem Bombenanschlag auf schiitische Pilger mindestens 19 Menschen getötet worden, mehr als 20 wurden verletzt. Ein Attentäter hatte ein mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug in den Konvoi der Pilger gelenkt. Daraufhin kam es zur Explosion, ein Bus brannte aus. Die Pilger waren auf dem Weg zu heiligen Stätten im Iran. In der Region nahe der Grenze kommt es immer wieder zu Anschlägen auf Angehörige der schiitischen Minderheit.